Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, ÖVP, hat das Wort. Wie der Herr Kollege Köchel da ist, dieses Verzeichnis da der Gewerbe vorgelesen hat, habe ich mir gedacht, das ist ein neues Köchel-Verzeichnis. Aber was so skurril geklungen hat, Herr Kollege, was so skurril geklungen hat, ist heute halt eine Eigenheit des österreichischen Systems, die einen wirklich harmlosen Hintergrund hat. Denn wenn Sie die Gesamtstruktur anschauen, der angemeldeten Gewerbe, dann haben Sie 65% freie Gewerbe und 35% reglementierte Gewerbe. Das heißt, im Klartext, das ist der Stand vom 1. März dieses Jahres, im Klartext geht man dorthin und meldet das Gewerbe an. Und es ist heute halt der Vielfalt der österreichischen Strukturen zu danken, dass man da bestimmte Fantasienamen auch dabei hat. Das andere ist im Prinzip alles ganz eine übliche Tätigkeit, die wir schon über Jahrzehnte da und dort eben haben. Also ich würde dem nicht unbedingt den Hauptstellenwert widmen, wenn ich da ein paar skurrile Namen oder scheinbar skurril anmutende Namen herausnehme. Ich möchte es nämlich auch nicht abqualifizieren. Der eine oder andere, der diese Tätigkeit ausübt, sieht seinen Lebenshorizont damit aufgehen oder untergehen. Daher würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Formulierungen. Zum Zweiten, was die jetzt zur Beschlussfassung anstehende Regelung anbelangt, ist es eine Regelung, die darauf Bezug nimmt, dass da ein Vertragsverletzungsverfahren bevorsteht. Im Endeffekt ist Rauchfangkehrertätigkeit eine sensible Angelegenheit. Daher ein Teil, der sicherheitsrelevant ist, wird beibehalten und ganz genau und exakt geregelt mit Niederlassungsprüfung und Niederlassungserfordernis, mit Kehrbezirken und auch mit einer Bedarfsprüfung. Der sonstige Teil, der hier irgendwie auch ein wenig spöttisch reklamiert worden ist, der geht sozusagen in den freien Bereich. Was heißt das? Das ist Reining, das ist wartungsbedingtes Kehren, also nicht, wenn ein sofortiges Kehren wegen unmittelbarer Relevanz und Gefahr notwendig ist, Abgasmessungen, Ausschleifen und Dichten, Wartungen, Montage von Brennern, aber auch Überprüfungen und Beratungen im Auftrag des Kundes, unabhängig von den im Landesrecht vorgeschriebenen Überprüfungen, ergeben ein breites Spektrum an sonstigen Tätigkeiten. In diesem Sinn hoffe ich um Ihre entsprechende Unterstützung und nehme die andere Diskussion zur Kenntnis. Rauchfangkehrertätigkeit sei eine sensible Angelegenheit, betont Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner von der ÖVP.